tief geht denn das runter? Oh. Oh mein Gott, was ist hier los? Ja, ist aber auch so. Sieht mir aus, ob da diese Plastikkappen da irgendwie neigetrieben wurde. Unglaublich. Was ist das? Unglaublich. Da steht noch eine alte Drehbank. Mit dem ganzen Werkzeug noch alles drin, die ganzen Meißel, natürlich alles verrostet. Was will man hier, das ist Präzisionswerkzeug eigentlich. Aber alles geht nicht mehr. 78. Ach du lieber Gott. Diese Körbe hier, vermute ich mal, das ist quasi so ein Sammelbehälter für die ganzen Federbälle. Federbälle, ja. Oh, guck mal hier. Mit Druckanzeiger drüber, ne? Das ist Wahnsinn. Oh mein Gott, guck mal das alte Ölkännchen hier. Ist noch Öl drin? Nee. Oder Schüsseln hier. Oh Gott. Und der Schrank hat es aber auch hinter sich. Hausberger. Wow, guck, mit Geschirr. Das ist Geschirr. Aha, das ist mal ein Büro. Wahnsinn. Ach du lieber Gott, schau mal. Ich hoffe, man sieht's. Boah, lauter Spinneweben. Guck, da hat man was drunter gelegt. Da kann man von außen nicht rein. Aber überall Spinneweben. Oh, widerlich, widerlich. Was ist das wieder? Und da, Igitti geht über mir. Schau dir mal. Über mir. Boah, da gruselt's mich. Geht's im Keller? Aha. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt haben wir die Heizung hier. Man muss so aufpassen, dass man die Spinneweben mitnimmt mit dem Kopf. Oh. Ja, da gehen wir wieder raus. Das ist nichts.
Du musst so aufpassen, dass man da die Spinne mitnimmt. Oh, schau mal da oben, die Spinne. Seht ihr das? Da oben, hier. Oh, Alter. Schnell raus. Oh, das ist ja widerlich. Boah, widerlich. Gefährlich. Der Boden senkt sich schon nach links ab. Die Decke ist auch ganz. Ach, guck mal hier, die Decken. Die bollen sich nach außen. Oder vielmehr nach innen, nicht nach außen. Ja. Guck das an. Ey. Das ist ja Wahnsinn. In den ganzen Kartons waren die Federbälle drin. Und überall diese Federbälle am Boden, überall. So, das ist verrückt. Guck mal. Schau mal, wie tief das ist. Das ist brutal. Gott. Ach Gott. Heute ist geschlossen. Und wieder überall Dokumente. Ja. Kontoauszüge. Ach Gott, ja. Der gesuchte Brief. Dass man da immer die Dokumente liegen lassen muss, ne? Das ist unglaublich. Ist irgendwie eine Jahreszahl auf den Ordner? 69. Das ist so ein Etikettendrucker. Sicher ein Namensschildbau. Oh, guck mal, kennst du das noch? Aber da fehlt der Fuß unten. Federball-Duo-Sticker. Guck mal hier, da war ich noch nicht einmal geboren. Federball-Ausgang, Federball-Eingang, Schläger-Ausgang. Schläger-Ausgang? Ist gefährlich. Gehen wir nicht hin. Alle, guck mal die ganze Tabelle an. Also liegt das quasi seit über 50 Jahren, liegt das jetzt hier schon da? Also, das Buch existiert schon vor 50 Jahren. Auslandsrechnungen 1960 bis 68. Kasse von Kassel, Bank. Also ein Flyerlich, Stöber. Thank you.
zurück. Ach, das ist so, wo man bestellen kann. Oh, ein Klotz, na, schaut mal, ein riesen Klotz. Lieferscheine. Kundenrechnungen. Rumlauf schon. Wo hast denn du die gesehen? Die anderen Zwillinge. Achso. Da sind sie, was? Nee, aber zwei andere. Servus. Ich suche sie, wieder hinten irgendwo sind. Ja, ist sie. Hier ein bisschen Verkehr von Urbexern. Boah, da kommt es aber hier böse rein. Eieiei. Sieht man nach Lager aus oder sowas? Oh, Spinne. Guck mal hier. Ist da noch original zu oder was? Alter, der ist original zu. Original verschlossen. So konnte man die früher kaufen. Und überall die Töpfe, ne? Hier. Von Spinne. Also, lauter Schnüffelstücke. Lauter Schnüffelstücke. Ah, Wahnsinn. Aber das ist das Original. Ein alter Ofen hier. Siehst du bloß gar nichts mehr für lauter Müll. Eieiei. Naja, für die Küche halt oder irgend sowas habe ich gedacht jetzt. Ich will ja mal schauen. 9. November 1986, Deutsche Bundespost sucht Diplom-Betriebswirte. Und für und den Außendienstmitarbeiter sagen sie ja, bei der Firma Rau. Ja, ob die Firma noch existiert. Ob das an deiner Stirn hält? Nee, das wollen wir gar nicht probieren. Du warst nicht so frech hier. Ist da hinten noch irgendeine Kleinigkeit? Oh, guck mal. Ja, das sind die Sachen, die noch hergestellt haben. Da war auch schon. Zum Wäschewaschen war das. Ich habe das dann entdeckt. Zum Wäschewaschen? Ja, das hast du in so einem großen Krug und dann hast du so gestampft. So. Naja, das. Ach, das da vielleicht. Nee. Nein, da war so ein Stiel dran, so ein Holzstiel. So aber guck mal, Rekordsauger. Also für die Frau. Die kann ja dann alles raussaugen. Ja. Was kommt da rein? Nichts, da kam die Wäsche in den, da habe ich Bottich. Beschreibe, in den Bottich und dann wurde damit angesaugt und gestampft. So. Und was ist dann das Ziel?
Das Wenn du Ziel? Keine Waschmaschine hast, hast du halt, kennst du das nicht von her, du bist ja schon. Nee, da, ich bin geboren, da gab es schon Fernsehen und Waschmaschine. Hast du gesehen vorhin, René? Da ist noch original verpackte Schachtel, ne? Mit den Federbällen drin. Ja. Ich sag's ja nur. So. Okay. Unglaublich. Uiuiui, ui, ui, da kommt auch die Decken schon runter. Guck mal. Ein guter alter Rasenmäher. Da gehen wir nicht hinter, oder? Ja, da gehen wir nicht hinter. Überall diese ganzen Töpfeinsätze. Boah. Lauter Spinne. Ich hoffe, man sieht die Spinneweben hier überall. Phänomenal. Das sind irgendwelche Tröge. Da wurde irgendwas gereinigt da unten drin. Und da ist irgendwie Heizplatten, Heizofen. Das ist ja krass. Federkernbett ist auch da. Bull ist, da muss ja hier, wenn hier der Bull ist, oder war das mal der Bull, da muss ja das Wohnhaus nicht weit weg sein. Ich gucke mal, vielleicht finde ich ja irgendeinen und kann nochmal fröhlich. Ui. Oh, Wahnsinn. So, wir müssen jetzt leise sein, weil wir waren doch hier nicht alleine und wir haben gerade gehört drüben, wie irgendeiner geschrien hat, ich soll ihn abhauen, ansonsten holen sie die Bullen. Jetzt hat gerade die eine Kollegin zu mir gesagt, jetzt ist die Polizei vorbeigefahren, deswegen ist es jetzt ein bisschen gespenstisch, deswegen kann ich jetzt nicht viel mehr reden. Aber na gut, wir gucken einfach mal. Das ist das Wohnhaus. Das ist das Wohnhaus von der ganzen Fabrik da. Ich weiß nicht, ob wir reinkommen. Die zwei Kollegen, die wollten eigentlich schon abbrechen, weil die Polizei außen rumfährt. René, mach mal weiter. Ich habe nur gehört, dass er gesagt hat, wenn ihr nicht abhaut zu den anderen zwei, hole ich die Bullen. Und die Susi hat die Polizei gesehen. Ja,
Okay, das ist nur Wintergarten. Knopf. Eieiei. Da ist der Haupteingang. Wenn wir das haben, gehen wir gleich mal, hören wir auf. Hoffentlich sieht er uns nicht damals. Boah, da stinkt's. Hältst du mal? Da ist Unrat. Die Tür ist zu. Die Tür ist das zu. Boah, hier stinkt's da drinnen. Da drinnen stinkt's. Da ist Abfall um die Ecke. Immer rumlaufen ums Haus. Vielleicht kann man ja mal irgendwo anders rein. Jetzt im Keller. Ja, das sieht aber auch sehr zu aus. War zu. Scheiße. Scheiße, ist alles zu. Aua, Kopf gestoßen. Hilfe. Okay. Jetzt geht's hier runter. So, das soll's gewesen sein. Leider sind wir ins Wohnhaus der damaligen Besitzer oder Besitzerin nicht reingekommen, war ja alles zu. Und wir bleiben ja dann draußen, wir machen das ja nicht mit Gewalt. Wenn es euch gefallen hat, schreibt Kommentare, liked das Video. Kommentare sind wichtig, damit ich immer weiß, ob es euch gefällt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und bleibt neugierig. Bye, bye.